meine Damen und Herren, das Theater ist in einer Krise. Es bietet uns zu lange Stücke, zu viele Personen, es arbeitet zu unrationell. Die Lösung? Kurze Stücke, weniger Personen und zusätzliche Einnahmen durch in das Stück integrierte Werbebotschaften. Und wie sowas aussieht, das möchte ich jetzt demonstrieren in einer Bearbeitung von mir, von Goethes Faust, Ottos Fäustchen. Dazu werde ich jetzt ein bisschen umbauen. Moment. Dienst. Ups, oh, alles muss man selbst machen hier. Ein Saftladen ist... Habe nun acht Philosophie, Juristerei und Völlerei, doch leider auch Theologie studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und hab doch heute noch viel vor. 15 Uhr Pakt mit dem Teufel schließen, Seele verkaufen, anschließende Verjüngung. 15.20 Uhr Gretchen verführen, 15.30 Uhr gemütliches Beisammensein in Auerbachs Keller. Ja, schaff ich's denn, was sagt die Uhr? Fast vier, wo ist der Teufel nur? Mephisto! Mephisto! Höllenschlund stieg ich empor, nicht ohne Grund. Denn wenn der Faust hier unterschreibt, dann kann das eh nur bleiben. Dann ist sein Seelenheil verloren. Dann wird er in der Hölle schmoren. Ja, wo steckt der Schnacksack eigentlich? Ist er im Bad und reinigt sich? Ich schau mal nach. Faust, ich bin's, Gretelein. Na, das fängt doch sauber an. Überhaupt nicht da, der Mann. Lädt mich ein zum Rendezvous. Jetzt bin ich hier. Was mache ich nun? Ist er überhaupt schon wach? Ich schau mal nach dem Schlafgemach. Mephisto! Verdammt nochmal, wo steckt das Schwein? Kann der Kerl nicht pünktlich sein? Oh, ich sehe aber schon da. Da liegt ja das Formular. Nun, da setze ich munter meinen Friedrich Wilhelm drunter. Ach, das wird ja immer schlimmer. Der Kuli ist im Nebenzimmer. Hat er noch nicht unterschrieben? Wo ist denn der Faust geblieben? Da etwa? Faust! Mann, wo bleibst du nur? Warte, ich helfe dir auf die Spur. Hier findet statt? Wieso denn hier? Wer steckt denn hinter dieser Tür? Da fällt mir doch ein Mädchen ein. Das wird doch wohl nicht Gretchen sein. Ja, warte, warte! Da gehört den Seele an! Brummipol, der ist aufgegangen. Staubsympathisch, Schmutzimmun. Oh, die Hausfrau hat zu tun. Also auch Sie können diesen Staubsauger Elektro erwerben zu günstigen Teilzahlungsbedingungen. Sie brauchen nur hier diesen Vertrag zu unterschreiben. Da liegt ja schon ein Vertrag. Mit dem Teufel. Das bringt mich auf eine Idee. Listig, listig. Donnerwetter, war die feurig. Deshalb ist mein Gang so eierig. Darf nicht mit den Kräften trassen. Muss mich schnell verjüngen lassen. Also weg mit diesem Barte. Mephistopheles, ich warte. Was ist das? Ich glaube, es hackt. Das ist doch kein Teufelspack. Die Papier auf meinem Tisch. Wehe, wenn ich dich erwische. So, der wäre flachgelegt und nun wird der Raum gefegt. Oh, kein Besen. Welch ein Jammer. Vielleicht in der Besenkammer? Oh, der Vertrag ist unterschrieben. Na, Brummi, dann hat es hier geblieben. Der Hausherr strahlt, die Hausfrau lacht, wenn Brummi saugi-saugi macht. Sie gut. In die Ecke, Besen, Besen. Mehr Zeit für den Abwasch mit Brummipol, dem Saugiganten und den drei Schaltstufen. Stufe 1. Stufe 2. Stufe 3. Das Gretchen tot, die anderen Leichen, das dürfte wohl fürs Erste reichen.